Hallöchen, willkommen zu meinem heutigen Video. Oh, meine Stimme hört sich schon langsam besser an. Ich freue mich voll. Ihr wolltet die nächsten Neuheiten so bald wie möglich sehen. Heute ist es soweit. Zwei davon muss ich sogar aufbacken. Deshalb stehe ich auch in der Küche gerade. Also heute gibt es übrigens auch mal Food, nicht nur Süßigkeiten. Ich freue mich immer wieder, wenn ich auch mal Food-Sachen finde, die ich mit euch probieren kann. Okay, fangen wir mit den Cinnamon Rolls an. Auf die freue ich mich schon sehr. Ich muss sagen, so richtig American Cinnamon Rolls habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Also keine Ahnung, was daran so besonders ist. Und zwar sind hier zwei Cinnamon Rolls drin, die einen fluffigen Hefeteig mit viel Butter und Zimt versprechen. Ich liebe schon saftige Schnecken. Wie sich das anhört, als wären es echte Schnecken. Also Gebäckschnecken. Ich liebe sowieso Gebäck. Aber heutzutage gibt es überhaupt kein richtig gutes Gebäck. Könnt ihr mir zustimmen? Auf jeden Fall machen wir das jetzt mal auf. Und zwar, das müssen wir zubereiten im Ofen, 180 Grad, 20 bis 25 Minuten. Okay, das kriegen wir in 10 Minuten im Airfryer hin, wie ich meinen Airfryer einfach liebe. Mal gucken, wie es innen drin aussieht. Hier steht zwar Veggie, aber meine lieben veganen Freunde, lasst euch nicht täuschen, das ist nur vegetarisch. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass hier ein Schinken dazwischen ist. Verstehe manchmal diese extra Aufdrucke nicht, aber gut. Es sieht schon nicht schlecht aus, ne? Und erstmal 10 Minuten. Okay, also es sind gerade mal 8 Minuten vergangen, aber das sieht schon überfertig aus. Aber schaut euch das an und schaut euch dieses Bild hier an. Erste Enttäuschung. Mit Liebe gebacken, 100% juicy. Wir werden es sehen. Also sieht das juicy aus, Leute? Es waren nur 8 Minuten im Airfryer. Geil, ich sehe das erst jetzt, das läuft ja aus. Oh mein Gott, das muss ich euch zeigen. Ich muss das auf einen Teller oder so tun. Ich kann das nicht so abbeißen und essen. So, oh mein Gott, das seht ihr, glaube ich, oder? Das kommt schnell auf den Teller und dann werden wir es probieren. Hier läuft wirklich die Butter mit Zimt. Ich bin eine Person, ich mag wirklich keine Butter. Aber im Gebäck, wenn es echte Butter ist, dann ist es schon wirklich ein Gamechanger, muss ich sagen. Hat man heutzutage selten. Man kann nicht so abbeißen, seht ihr? Das ist dann so Matsch einfach. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es unten nicht... Es ist noch Teig. Ich werde Bauchschmerzen kriegen. Aber es hält mich davon nicht ab, es zu probieren. Oh mein Gott. Ich sag mal, es liegt am Airfryer. Das hat übrigens 2,99 € gekostet. Gibt es bei Kaufland. Also im Vergleich zu anderen Gebäckprodukten, die wir hier aufbacken können, ist das wirklich schon was ganz anderes. Okay, also hier könnt ihr sehen, es ist wirklich juicy. Und es sieht zwischen jeder Rolle, zwischen jeder Schicht sieht das so aus. Ich würde das nochmal umdrehen einfach, dann sieht es nicht mehr so lecker aus, aber ist egal, dann ist es wenigstens durch. Und nochmal backen. Ich sag mal, dass es diesmal in meinem Airfryer gelegen hat, weil der backt nämlich gerne oben manchmal ein bisschen mehr und unten braucht er noch ein bisschen länger. Aber am Geschmack hat es keinen Abbruch getan. Ich muss die 5 von 5 Punkten vergeben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil schmecken wird, aber es schmeckt wirklich gut. Kommen wir zum nächsten Produkt. So, weiter geht's. Es bleibt zimtig. Und zwar mit einer Limited Edition. Ich denke mal schneller als ich rede beim Dreh, deshalb ich habe immer viele Sachen, an die ich denken muss. Also weiter geht es mit einem Limited Edition und zwar von Müllermilch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin daran so oft vorbeigelaufen. Ich habe das irgendwie gar nicht so als besondere Neuheit oder Limited Edition wahrgenommen, bis mir eine liebe Zuschauerin geschrieben hat über Instagram. Dann habe ich das geholt. Also Dankeschön an dieser Stelle für eure Mitwirkung, wie sich das anhört. Sehr formell. Ich muss sagen, ich mag Müllermilch auch nicht so gerne. Deshalb bin ich auch wahrscheinlich immer so oft daran vorbeigelaufen. Weil ich denke mir, also die Kalorien, die ich hier wegtrinke, die könnte ich auch essen. Weil das sind schon nicht wenige. 7 mal 5 macht 350 Kalorien hier in dieser Flasche. Und das macht schon ein gutes Eis. Es riecht nach Mais. Was ist los mit meinen Geschmacks- und Geruchszellen? Das riecht nach gekochten Maiskolben. Oh, jetzt habe ich Bock auf Mais. Ich schmecke nur Mais. Was soll ich euch denn sagen? Es schmeckt zimtig, ja. Aber ich finde, diese gebäckige Note ist nicht so gut gelungen. Mir schmeckt das viel mehr nach Mais. Wenn ihr das getrunken habt oder wenn ihr das trinkt nach dem Video, dann schreibt bitte unbedingt unter diesem Video, ob es für euch auch so ein bisschen nach Mais schmeckt. Ich muss hier einen von 5 Punkten vergeben, weil ich einfach
nichts schmecke, außer gekochte Maiskolben mit einem Touch von Zimt. Machen wir schnell mit dem anderen Produkt weiter. So, jetzt stehen wir wieder in der Küche und werden ein weiteres Produkt, diesmal ein Food-Produkt, probieren. Endlich. Diese Filet-Gros-Produkte von Iglo liebe ich sehr, muss ich sagen, privat. Aber mittlerweile kosten die schon 4 Euro noch was, also knapp unter 5 Euro. Ich weiß nicht, wie sich dieser Preis so entwickelt hat. Irgendwie hatte ich diesen Preis anders in Erinnerung. Auf jeden Fall gibt es hier diese Neuheit, Filet Gros mit Kürbiskernpanade. Auf jeden Fall werden wir das jetzt aufbacken. Und zwar werde ich aber nur einen Fisch aufbacken, weil alle beide werde ich jetzt sowieso nicht essen. Ich probiere immer nur in meinen Videos. Ich esse nicht alles auf, was ich euch zeige. Also pro Fisch Stückchen hat es hier 223 Kalorien. Übrigens, ich habe die Kalorien vom Cinnamon Roll gar nicht benannt, weil sie wirklich nicht gut sind. Die waren irgendwie ungefähr 470 Kalorien und 18 Gramm Fett. Auf jeden Fall werden wir das jetzt wieder aufbacken. Natürlich wieder im Airfryer, weil ich bin in einer Airfryer-Sekte. Liebt ihr auch die Filet Gros Fischprodukte so sehr wie ich? Ich finde es schade, dass diese No-Name oder Supermarkt-Eigenmarken keine Dupes hierzu rausbringen. Also würde ich echt feiern und würde ich kaufen. Ich glaube, würden viele von uns kaufen, oder? Es sieht lecker aus. Ich muss sagen, Kürbiskern so mag ich nicht, aber als Panade und so finde ich das schon lecker. Sieht die andere Seite auch so aus? Oh ja, geil. Okay. Sonst finde ich es immer ganz oft, ist ja in der Food-Industrie, dass dann einfach die Seite vollgepackt wird, die man sieht, und unten ist dann nichts. Aber hier gibt es schon mal einen Pluspunkt, ist auf beiden Seiten knusprig. Und mein Fisch, ich zoome mal. Wozu habe ich sonst eine Kamera mit Zoom, oder? Sieht doch gut aus. Es sieht wirklich gut aus. So, jetzt geht's an den Knuspertest. Nach meinem Geschmack hätte ich das noch leicht anbrennen lassen, so ganz leicht, weil ich das so lieber mag, aber da ich das ja mit euch teste, will ich das so ein bisschen durchschnittlich halten. Es schmeckt nach Kürbis. Das ist nicht so knusprig wie das andere, was ich mal probiert hatte. Weiter Knuspertest. Also mein Fazit hierzu ist, es ist lecker, aber da kann man auch wirklich nicht viel falsch machen, ne? Also Fisch da drin ist immer gleich. Es geht ja hier um die Panade. Und ich habe schon eine knusprigere Panade, auch von dem gleichen Produkt oder von der gleichen Serie, sage ich mal, probiert. Ich vergebe hier 3 von 5 Punkten. Obwohl das lecker ist, aber hier wird eine knusprige Panade versprochen. Und wir zahlen mittlerweile auch nicht zu wenig dafür. Also wollen wir auch eine knusprige Panade haben. Nichtsdestotrotz 3,5 von 5 Punkten. Ein solides Ergebnis. Es geht weiter mit einer Limited Edition von Giotto. Ich muss sagen, das kam zum ersten Mal letztes Jahr raus und ist aber wieder da als Limited Edition. Ich habe das letztes Jahr überhaupt nicht wahrgenommen. Also es gab immer wieder Butterkeks und dies und das. Inspiriert von Zimtstern, habe ich bis jetzt so nicht gesehen. Guckt euch mal an, wie geil dieser Zimtstern hier aussieht, ne? Das Problem ist, dass die meisten, also 90% der Zimtsterne, haben Schweinegelatine. Warum auch immer. Wahrscheinlich schmeckt es nur damit gut. Geil! Zimtkeksgranulat. Also die haben nicht nur Zimt reingehauen, sondern Zimtpulver ist auch noch separat drin. Seht ihr? Gut, dass ich das mitgenommen habe. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe schon sehr lange kein Giotto gegessen. Oh, das sieht so gut aus, Leute. Guckt mal, wie das aussieht. Guckt mal. Die sagen, kommt und esst uns. Es schmeckt wirklich geil. Ich bin begeistert. Gut, dass ich das mitgenommen habe. Also die Ummantelung mit diesen Zimtkeksen ist wirklich so gut gelungen, dass ihr das vorher auf eurer Zunge spürt. Und wenn ihr raufbeißt, dann entfalten sich die Aromen. Richtig, richtig gut gelungen. Innen drin ist dann auch nochmal, wenn ihr hier so ordentlich durchbeißen könnt wie ich, seht ihr nochmal die Zimtcreme-Füllung. Das kriegt von mir ganze 5 von 5 Sternen mit einem extra Sternchen noch dazu. Dieses Aroma und diese Zimtkekse sind wirklich sehr gut gelungen. Es schmeckt schon weihnachtlich, muss ich sagen. Also nicht so Herbst, Winter oder so schon. Es schmeckt schon heftig nach ab 1. Advent und aufwärts. Aber es schmeckt gut. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab Ups und Downs. Also es gab gute und nicht so gute Produkte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr hierzu schreiben werdet. Ich befürchte schon, dass es an mir liegt, aber es wäre ja krass, wenn ihr das Gleiche schmeckt.
Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, tschüss. 'Cause I just wanna go, go.